Change everything you are and everything you are. Your number has been called. Fights and battles have begun. Revenge will surely come. Times are ahead. Willkommen in der Stadt Fairhaven, Heimat der intensivsten Straßenrennen des Planeten. 10 Fahrer beherrschen diese Straßen. Sie sind immer auf der Flucht, fahren die besten Wagen und dominieren die Stadt. Sie sind die Most Wanted. Um Teil dieser Elite zu werden, musst du dir verdienen, gegen sie zu fahren. Besiege sie und werde Nummer 1. Most Wanted von Fairhaven. Dazu brauchst du Wagen. Viele Wagen. In der Stadt sind einige der heißesten je gebauten Wagen verteilt. Findest du sie, kannst du sie fahren. Fahre einfach zu einer Wechselstelle und spring hinein. Folge der Route auf der Karte zu deinem ersten Wagen. Die Straßen warten schon. Ja, und somit herzlich willkommen zu Let's Play Need for Speed Most Wanted. Ich mache mir hier kurz Pause, weil, ja, eine kurze Einleitung von mir. Ja, ich bin sehr gespannt über das Spiel, weil ich muss sagen, Most Wanted war eigentlich der geilste Teil, den es bis jetzt gab, meiner Meinung nach. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Nachfolger so kann. Ich meine, wenn ich jetzt an den, ja, sag ich mal, an den anderen Nachfolger denke, also an The Run, da denke ich mir nur so, oh, Entschuldigung, mir ist gerade ein bisschen schlecht geworden, ja. Und deshalb bin ich mal gespannt, was sie mit Most Wanted gemacht haben. Und ich habe noch eine Frage. Und zwar, wenn ich auf die Hülle schaue, ich spiele es auf PlayStation 3, wie man es hier sieht, mit dem X, da steht dran, auf so einem blauen Balken, PlayStation Move Features. Okay, also da bin ich mal gespannt, inwiefern man das mit Move spielen kann. Ansonsten will ich gar nicht groß hier rumlabern und wir starten gleich los. Wir sind ja schon direkt im Auto und los geht's. So, fahre zur Wechselstelle. Okay. Steuerung wurde mir bis jetzt nicht gesagt, aber eigentlich, denke ich mal, schon ziemlich standardmäßig. Okay, da fängt schon an, leicht zu driften. Alles klar. So, ein Pfeil, der nach rechts weist. Aber hier geht's nach links. Oh, kommt sie an. Tipp nur. Bin ein bisschen zu stark drauf. Oh, ja, das Spiel, das schmeißt uns richtig ins kalte Wasser. Wow, gleich kommt hier auch noch Verkehr. Und eine Mautstelle, sowas in die Richtung. So, jetzt guck mal. Drift. Ah, okay. Sehr nice. Und wird enger. Okay. Das ist mit dem Drift nicht so gut geklappt. Aber egal. So, hier hätten wir so eine Tankstelle. Aber wir müssen weiterfahren. So, bleiben wir auf der rechten Straßenseite. Du hast deinen ersten Wagen gefunden. Es gibt noch viele mehr. Achte einfach auf Fahrzeuge mit Emblem darüber. Drück die Taste zum Wechseln. Ah, okay. Welche Taste? Die Dreieck-Taste. So, ein Porsche. Für jeden Wagen, den du findest, gibt es eigene Rennen. Mit Easy Drive greifst du darauf zu. Wähle Zielpunkt festlegen, um dein erstes Rennen zu finden. Eine Route zur Startlinie erscheint auf der Karte. Folge ihr zum Rennstart. Oh, alles klar, dann machen wir das mal. Fahre zum Rennen. Okay, ist gar nicht so weit. Gleich hier um die Ecke. Und zwar genau hier. Fahre, um zu starten zum Kontrollpunkt. Und lass die Räder durchdrehen. Okay, alles klar, dann lassen wir mal die Räder durchdrehen. Los geht's. Keys to the City.
Okay, wir haben auch schon Geländereifen. Wir haben der zweite Nitrobrenner. Okay. So, ein Kontrollpunkt rennen. Ich glaube, wir sind Position 2. Es gibt nur 2. Das heißt, ich muss den hier besiegen. Ich habe die Steuerung noch nicht so toll unter Kontrolle. Findest du die Steuerung? Also das Lenken ist irgendwie, ist das Gefühl noch so ein bisschen schwankt oder so. Vielleicht kann man die noch ein bisschen präziser oder empfindlicher einstellen. Aber ich will erstmal hier das Rennen beenden. Oh, 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 oh! Ja, sehr blind. Ich wollte doch nur leicht rechts vorbei. Das meine ich irgendwie. Genau das meine ich. Wenn man ein bisschen leicht lenkt, dann lenkt er gar nicht. Und wenn man stark lenkt, dann... Ja, keine Ahnung, dann geht er voll so rüber. So richtig entgegenlenken ist dann ein bisschen schwieriger. Und hier komme ich aber durch. Vielleicht mal 2 Crash in den Link auf. Das wäre super. Ein bisschen mit Bremsen. Okay. Wir sollten hier jetzt mal langsam den netten Herrn überholen. So, die Nitro-Anzeige sehe ich aber nirgends. Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn wir durch eine Tankstelle durchfahren. Können wir nachher mal probieren. Oh, nee, da nicht, da nicht. Da noch nicht, okay. Ich muss mich erst darauf vorbereiten, dass ich wieder ein Crash hinlege. Aber hier ist ja schon das Ziel. Aha. Ja, ein paar Schrammen haben wir mitbekommen. Erste und zweite Plätze bringen Modifikationen für deinen Wagen. Bau sie ein, um ein sofortiges Upgrade zu erhalten. Ah, das ist ja auch cool. Oder ändere später Reifen, Nitro, Chassis, Karosserie oder Getriebe mit Easy Drive. Jo, ziemlich easy. Aber wir haben das, glaube ich, schon eingebaut, oder? Guck mal, ja, das können wir gar nicht auswählen. Speed Points lassen dich in der Most Wanted Liste aufsteigen. Gewinne sie in Rennen oder indem du durch Reklametafeln springst, an Radarkameras vorbeirast, Sicherheitstore zerstörst oder den Cops entkommst. Autolog speichert jeden gesammelten Speedpoint. Je mehr du sammelst, desto eher forderst du die Most Wanted Fahrer heraus und dominierst deine Freunde. So, alles klar. Wie kommst du voran? Easy Drive hilft dir dabei, alle Challenges in der Stadt zu finden. Was als nächstes passiert, entscheidest du. Jo, dann würde ich mal sagen, gehen wir kurz in die Modifikation rein. Bei Reifen haben wir was Neues. Geländereifen. Okay. Ja, okay, das sehen wir jetzt nicht. Also ich hätte mal gern gesehen, was die ändern, die Rennreifen zum Beispiel. So, haben wir die... Hat das auch einen optischen Einfluss? Okay. Legt sich halt ein bisschen höher mit Geländereifen. Alles klar. Okay, auf Kreis haben wir auch noch Hupe. Ja, wir würden mal sagen, gleich das nächste Rennen. So, jetzt kommen hier ein paar Sachen auswählen. Was haben wir hier? Rundkurs, Tempojagd. Okay, Sprintrennen. Und nochmal Keys to the City. Ja, das haben wir eigentlich schon. Okay, hier haben wir auch Schwierigkeitsgrade. Okay. Mittel. Leicht. So, machen wir mal zuerst das Leichte. So, Zukunft festlegen. Ah, hinter mir habe ich ja schon hier die Tankstelle. Ah, okay, er wird repariert und automatisch kriegt auch eine andere Farbe. So, nur eine Beule. Ja, jetzt keine Beule mehr. Ah, wir haben sogar auch Nitro. Vielleicht schon. Andere Farbe. Oh, ah, sehr nice. Ach, sehr cool, da hinten der Spoiler, der fährt sogar aus, wenn man ein bisschen schneller fährt. Jetzt geht er wieder hoch. Ist auch cool. Jetzt bremse ich mal wieder ein bisschen. Oh, jetzt geht er wieder runter gleich. Ah, ist auch geil. Oh, 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 oh. Ich gucke nur auf den blöden automatischen Heckspoiler und übersehe hier eine Karre. So. Kurz gewechselt, jetzt haben wir freigeschaltet, jetzt können wir wieder auf den Porsche gehen oder auch nicht.
Ach, jetzt haben wir da andere Rennen. Okay. Ach, er hat ja am Anfang gesagt, es gibt ja spezielle Rennen. So, Vierkammer Handbremse. Bin ich mal gespannt, ob der was taugt. Oh, da war eine Kamera. Okay, ja toll. Bin ja gar nicht schnell gefahren, ich habe erst beschleunigt. Was haben wir hier? Oh, Cops, alles klar. Aber die verfolgen mich noch gar nicht. So, wie weit müssen wir da fahren? 5 Kilometer. Okay. Schon wieder eine Kamera. Ich sehe die gar nicht. Alles klar. Diesmal sogar mit 160. Ich sehe die blöden Kameras gar nicht. Das wird wohl ein teures Let's Play. Wow! Vor allem, wenn man seine Karre zerlegt. Hatte ich gerade rot? Wer hat rot? Hallo, wir haben grün. Und ich fahre falsch. Jo, alles klar. Oh, was steht denn da an? Lambo? Aber ein ziemlich alter. Lambo und Chini. Countach? Countach oder so, keine Ahnung. Jo, sieht doch nice aus. Bin mal gespannt, wo ich jetzt hinfahren darf. Find's so komisch, dass ich jetzt schon einen Lamborghini habe, weil ein Lamborghini eigentlich eine ziemlich schnelle Karre ist. Bin mal gespannt, wie der so abgeht. Oh, schon wieder ein Foto. Auch mit 160. Das sind aber richtig viele Kameras. Das ist so über. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ja, danke schön. Da steht ein Ford, ein Pickup, aber ich will jetzt mal den Lamborghini mal weiter benutzen. Mal kurz noch ein Rennen mit dem machen und dann. So, dann können wir auch mal wechseln von mir aus. Schon wieder? Hei, hei, hei. Ich sehe die erst, wenn es zu spät ist. Ja, dann hier scharf nach rechts. Ach verdammt, bei dem Lamborghini haben wir gar kein Nitro. Jetzt haben wir bis jetzt nur einen Porsche drin. Oder kann ich das auch bei dem reinmachen? Modifikation? Nee. Sieht man nicht so aus. Ja, da müssen wir das Rennen machen. Alles klar. Wo führt der uns hin? Oh, da hinten steht ein neuer. Ist das ein Mucilago vielleicht? So ein Avenger oder so? Ein Gallardo? Alles klar. Auch sehr nett. Ich soll jetzt nur Leute wagen, so Zielpunkt festlegen. Ich bin nur 4,1 Kilometer und ich bin auf der falschen Straßenseite. Oh, der geht ab. Der geht ab. Gehen wir mal lieber hier rüber. Und erstmal hier hinten rein. Erstmal ein bisschen Chaos anrichten. So, mal weg. Ah, da hätten wir durch die Tanklücke durchgehen können. So, da ist ein Lenkrad, den Porsche haben wir irgendwie verschoben. Ich wollte durch die Mitte durch. Oh je, das waren schon mal so viele Crashes. Mit einer Aufnahme. Ich wollte, wollte hier hin. Hier entlang. Okay, das Easy Drive blinkt gerade auf. Was hat es mir tolles zu sagen? Rennen. Wir haben vielleicht ein neues Rennen entdeckt, keine Ahnung. Ich bin schon wieder auf der falschen Seite. Nein, ich fahr... Alter, bin ich blöd. Fahr ich mal wieder total falsch. So, aus dem Weg. Oh, da sind die Bullen. Na, toll. Wenn wir Gas geben. Na, super. Von der Klippen an der Backe.
Kann ich dann überhaupt ein Rennen starten oder so? Weiß ich gar nicht. Oh, da ist wieder der komische Zaun. Und Foto haben sie auch schon wieder. Oh, hier geht's auf die Autobahn. Sehr nice. Dann gehen wir mal da hin. Gleich auf die linke Spur. Wir geben natürlich Vollgas. Aber die Cops, die lassen sich hier nicht abhängen. Dann gehen wir mal hier rüber. Ein bisschen ablenken. Ach verdammt, ich hätte mir raus. Flugphase. Ja, toll. Eigentlich. Oh, von da kommt einer. Oh, schnell, Vollgas. Cool. War aber ziemlich knapp. So, was haben wir im Sprintrennen? Wirklich auf der Autobahn. So, Nitro-Brenner für erste und wieder Geländereifen. Auf den zweiten Platz. Was war denn das für ein komisches Intro? Alles klar. So, dann mal. Wie blöd. Wie blöd kann man sein? Wie blöd. Man kann rechts fahren, man kann in die Mitte fahren, man kann links fahren und ich fahre auf die kleine 10 cm Mauer drauf. Da brauche ich erstmal wieder ein Foto. Das bringt mir wieder ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht. So, und jetzt darf ich hier noch voll aufholen. Weg. Slam Takedown. Okay, sogar ein Takedown. Ah ja, der schreckt ganz schön hier im Tunnel. Wow, 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 Mauer, 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 Mauer. Hey, nein! Verdammt! Das hat er gut gemacht. Da kann man. Wow, nicht meckern. Ja, ja, kommt. Kommt halt alle. Ja, komm doch. Komm. Das fails. Warum bin ich gecrashed? Der hat mich doch da reingedrängt. Der Idiot. Muss ich erst wieder an den Geschwindigkeitsrausch gewöhnen hier. So, einmal. Oh. Na, super. Ich will schon die Spiegel wegmachen. Ist doch scheißegal, was hinter uns ist. Interessiert nur, was von vorne kommt. So, 210. Ganz genau. Wow, hallo. Was hat der da gemacht? Wir waren auf der falschen Straßenseite. So, obwohl ich da noch erster werde. Oh je, oh je, oh je. So, Saka. Ah, das ist schon das Ziel. Ah, okay. Na, dann halt nur Dritter. Und gerade noch so eigentlich. Ja, bekommen haben wir dafür nichts. Aber das ist jetzt mal egal. Ich würde das mal sagen. Erstmal hier schön zack. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Natürlich nur, wenn ihr dabei seid. Wiederschauen und reingehauen.